Ja, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Spätnachmittag. Hier sind ja nicht so viele und wir haben uns gerade selbst gefragt, wäre es möglich auch, dass das Publikum sich an unserer Debatte, an unserer kleinen Diskussion beteiligt? Und ich denke, ja. Also ich mache hier ja die Moderatorenrolle und wenn Sie einen Beitrag haben, melden Sie sich. Ich schreibe mir das auf jeden Fall auf und wenn ich meine, jetzt ist der Punkt, wo die Frage kommen kann, dann werde ich wenn Sie auch zulassen. Und natürlich, klar, ja, dann stellen Sie die Fragen einfach. Wir haben uns hier zusammengefunden, um eigentlich zwei Fragen nachzugehen, die einerseits den Rahmen bilden für dieses ganze Festival, für dieses wunderschöne Programm, was zusammengestellt wurde von der Hugo-Wolf-Akademie. Und die andererseits beim ersten Hören durchaus so allgemein klingen können, dass man auch durchaus mit der Stirn runzeln könnte. Komponieren für die Stimme, eine Herausforderung? Ja, könnte man dem entgegenhalten? Ist das Komponieren denn nicht immer eine Herausforderung, wenn man es ernst meint? Und wenn man es nicht ernst meint, ist es dann überhaupt der Rede wert? Wenn wir die Frage allerdings nicht trivial verstehen, und darum geht es uns ja, dann zielt sie direkt auf ganz Grundsätzliches. Und das wollen wir auch heute versuchen. Auf ganz Grundsätzliches, eben um dieses Verhältnis unserer Sprache, insbesondere der künstlerisch gestalteten Sprache, die man traditionell und immer sehr leicht immer in diesen Containerbegriff Dichtung zusammenfärscht, so als könnte man diese ganze Schar von wild gewordenen kleinen Tieren, die Dichtung ja sein kann, die Literatur ja sein kann, irgendwie auf einen Begriff bringen. Und dieses Verhältnis dieser dichterischen Sprache, der künstlerischen Sprache zur Musik, zum Klang. Wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen Text und Musik? Die zweite Frage ist noch viel vertrackter. Zugleich klingt sie gefälliger, deshalb ist sie auch hier vorne auf dem Programmheft, sind noch Lieder zu singen. Sie hat ganz klar eine politische Dimension. Sie wirkt auf dem Cover, vielleicht auf manche auch fast ein bisschen ironisch, aber wenn man diese Frage, sind noch Lieder zu singen, nicht so schlicht beantwortet, dass man sagt, ja klar, sind Lieder zu singen, überall sind Lieder, schaltet das Radio an, guck in die Werbung, selbst die Werbung besteht aus Liedern, geh auf ein Festival wie dieses, erlebe einen wunderbaren Abend wie den gestrigen, wo es wirklich gelungen ist, für mich auch, als ein bisschen von außen kommender, fast normaler Zuhörer, erstaunlich gelungen ist, so ein ganzes Panorama aufzumachen und aufzuzeigen, was denn eigentlich ein Klavierlied heute noch sein kann, was zugleich auch so etwas wurde wie ein Überblick über ja, das Gedicht im 20. Jahrhundert und man würde hier viel gehen, wenn man annimmt, dass das Gedicht irgendwie populärer sei als das Kunstlied im 20. Jahrhundert. Und es war auch spannend, was für Texte da eigentlich ausgewählt wurden, was für Texte attraktiv zu sein schienen für die Vertonung oder die Auseinandersetzung mit Musik. Es fing an mit einem Text, der eigentlich natürlich aus dem 19. Jahrhundert stammt, aber im 20. erst entdeckt wurde, eben mit den ganz späten Gedichten von dem Turmbewohner Hölderlin, vertont oder bearbeitet, ausgewählt von Ligeti, wo man auch bemerkt hat, das hat ja in dieser Kargheit und dieser Einfachheit dieses späten Hölderlin hat das wunderbar funktioniert. Und zog sich dann wirklich durch die ganze lyrische Tradition des 20. Jahrhunderts bis hin zu so diesen kleinen Collagetexten von Herbert Müller, die eine gewisse Popularität durch den Nobelpreis gewonnen haben, aber die sie eben schon vorher gemacht hat, die im Grunde funktionieren wie so ein Bekennerschreiben. Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen das schon mal gesehen hat, wie so ein Bekennerschreiben von Verbrechern, dass man eben Zeitungsschnipsel nimmt und aus diesen Zeitungsschnipseln Texte komponiert. Und aus diesen Zeitungsschnipseln heraus entsteht auch so eine gewisse Logik. Auch sowas tauchte gestern auf oder eben auch von einem ganz jungen, ist er nicht mehr, aber relativ jungen Berliner Lyriker von Ron Winkler, geboren 1973, der im Grunde wieder vielleicht etwas macht, was man vielleicht vor 20 Jahren, als es noch eine Lyrikkritik gab, die gibt es heute ja kaum noch, vielleicht fast als zu traditionell empfunden hat, wo man vielleicht damals auch noch nicht das Gespür hatte, dass diese traditionellen Formen auch, wenn man einmal durch die ganze Avantgarde durchgegangen ist, dann vielleicht wieder ganz anders auftreten können, eine ganz andere Bedeutung haben kann. Ja, das war gestern. Natürlich werden noch Lieder gesungen. Die Antwort war klar. Und die Frage wird dann aber doch vertrackt, wie ich gesagt habe, da kommen wir hoffentlich noch später dazu. Wenn man sie zurückleitet in den Text, aus dem die kamen,
Frage, denn sie wurde entlehnt aus einem Gedicht von Paul Celan. Und wenn man dieses Gedicht nimmt, da heißt der Vers dann auch anders. Da steht nicht, sind noch Lieder zu singen, Fragezeichen, sondern, das müsste ich nachlesen, aber es sind noch Lieder zu singen, jenseits der Menschen, das Gedicht, glaube ich, auch. Aber da kommen wir vielleicht noch drauf. Lassen Sie mich ganz kurz unsere Podiumsteilnehmer und Iris Terschipos noch kurz vorstellen. Also Iris Terschipos stammt aus einer Musikerfamilie. Sie ist mit Liedern und Balladen, wie ich gestern gehört habe, groß geworden. Sie ist auch in einem sehr musikalischen Kontext groß geworden. So wirkte es wohl scheinbar ganz natürlich, einfach auch Pianistin zu werden. Und das war der erste Schritt. Danach gab es dann aber eben keine geradlinige Karriere, sondern Iris Terschipos hat dann Theaterwissenschaften studiert, Kulturwissenschaften studiert, Philosophie in Berlin, wo sie heute auch noch oder wieder lebt, das weiß ich gar nicht so genau. Es gab auch eine Zeit als Rockmusikerin, die offenbar oft, wenn über sie geschrieben, über sie geredet wird, ins Feld geführt wird, die aber vielleicht gar nicht so wichtig war. Und dann traten eben immer stärker die Kompositionen in den Vordergrund. Und heute ist sie eine Komponistin, die in zahlreichen Werken wirklich mit von den wichtigsten Ensembles aufgeführt wird. Und morgen können wir auch selbst Zeugen einer Uraufführung werden. Morgen werden nämlich neue Lieder von ihr mit unter dem Titel Meine keine Lieder aufgeführt. Und diese Lieder nach Texten von Inge Müller, von Hannah Arendt. Hannah Arendt war eine große Lyrikliebhaberin und konnte auch Balladen auswendig aufsagen, aber weiß Gott keine Lyrikerin. Ernst Bloch, auch nicht unbedingt ein Lyriker, vielen anderen, die dort eben Textgrundlage waren. Das findet morgen statt. Hier ist der Schiffhorst. Karl-Heinz Ott wurde einem breiteren Publikum vor fast genau 10 Jahren mit dem Roman Endlich Stille bekannt. Endlich Stille, das könnte auch ein bisschen gekalauert auch eine Antwort sein auf die Frage, sind noch Lieder zu singen. In dem Buch hat es tatsächlich auch einen Grund, denn es gibt einen Menschen, der dort, ja, es ist ein bisschen so eine Mephisto-Gestalt, einen richtigen Nervkeks, eine Klette könnte man auch sagen auf einer Fete, einen Menschen, den man nicht mehr los wird. Und dieser Mensch Friedrich heißt der, durchaus zweifelhafter Charakter, über den wird er zum Beispiel mal gesagt, und da sind wir schon ganz nah an unserem Thema, hätte sich Friedrich nicht so eloquent über Schuberts musikalische Abgründe oder über Alphornmotive bei Brahms und Bruckner auslassen können, hielt ich es für eine Fabel, dass er überhaupt Klavier spielen kann. Keine Fabel ist, dass Karl-Heinz Ott selbst lange auch als Pianist gearbeitet hat, als Pianist gelebt hat, als Theatermusiker, als Dramaturg, auch als Operndramaturg, bevor das Schreiben für ihn ganz stark in den Vordergrund trat und er uns wirklich diese wunderbaren Romane geschenkt hat. Gerade ist ein nächster fertig geworden, von dem ich gerade erst den Titel gehört habe, den ich jetzt nicht verrate, aber der erscheint im Herbst. Freuen Sie sich jetzt schon drauf, aber kaufen Sie das Buch dann und lesen, es lohnt sich bestimmt. Ich möchte aber eins nicht unerwähnt lassen, denn Karl-Heinz Ott hat, weiß Gott, nicht nur Romane veröffentlicht, sondern es gibt auch ein Buch, und das war so der unmittelbare Anlass, als Frau Weidner und ich überlegt haben, wen man denn dazu bitten könnte, ihn einzuladen. Ja, es gibt auch ein Buch von 2008, das ist, glaube ich, erschienen, Tumult und Grazie, über Georg Friedrich Händel. Insofern sind wir nah bei unserem Thema. Ein ausgesprochen enges Verhältnis zur Liedtradition hat auch Dirk von Petersdorf, den ich ebenso herzlich begrüße. Nicht nur als Lyriker, als er zunächst eigentlich bekannter wurde, ist er noch sehr jung. Was war die noch sehr jung, als du den Kleistpreis erhalten hast? Mit dem Kleistpreis ausgezeichnet worden. Ich weiß noch, damals wohnte ich noch in Hamburg. Das war eine ähnliche Situation wie hier. Eine monströse Preisverleihung im Deutschen Schauspielhaus, in dem größten Sprechtheater, was es überhaupt in dieser Republik gibt. Und Dirk redete vorne eine schöne Rede, aber der Saal war auch ein bisschen dunkler, weil er war nicht so voll. Das war auch eine merkwürdige Situation, dass viele zu groß sein können. Aber es war trotzdem im Gedächtnis geblieben mit dieser auch sehr schönen Rede damals zum Kleistpreis. Dirk von Petersdorf ist auch Literaturwissenschaftler, lehrt inzwischen in Jena und hat zuletzt ein Gedichtband veröffentlicht mit dem Titel Sirenenpop. Und dieses Wort, Sirenenpop, weist auch schon direkt in unser Thema hinein. Und ich finde es so ganz wunderbar, wie er es geschafft hat, überhaupt, also im Grunde die beiden großen Traditionslinien, die auch das Lied heute prägen. Zum einen die kurze Traditionslinie, also zeitlich kurze Traditionslinie der Popkultur,
Und zum anderen die sehr lange Tradition der Sirenen, die in die Antike zurückweist, das in einem Wort, in einem Buchtitel zusammenzuführen. Sirenenpop. Ja, Dirk, du hast auch vor einigen Jahren einmal einen sehr schönen, lesenswerten Vortrag gehalten vor der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur, wo du auch Mitglied bist, tatsächlich zum Thema Lied. Muss man eben nachschauen, wie der Titel genau war. Ich muss ja nichts Falsches sagen. Das war ein Titel, der vielleicht auch über unseren Uraufführungen hätte stehen können. Wie Lieder entstehen, nanntest du das damals. Wirklich interessant finde ich dann den Untertitel und da möchte ich auch die erste Frage daraus herleiten. Der Untertitel war nämlich vom Wunderhorn zu den Fantastischen Vier. Also im Grunde führt man die Heidelberger Schule zusammen mit der Stuttgarter Schule. also im Grunde von, klar, Pantano, Panim, Zugs, Modo und die Fantastischen Vier. Und das Schöne an diesem Vortrag ist, dass es auch keine Wertung gibt. Die beiden Texte werden, die vorgeführt werden, werden wirklich auf gleiche Weise ernst genommen. Du denkst ja viel nach über das Lied. Was ist denn eigentlich für dich die Funktion des Liedes hier und jetzt für uns heute? Also das Interesse an Popkultur hat auch damit zu tun, dass ich glaube, dass in dieser Popkultur eine Tradition fortgesetzt wird, die früher unter dem Begriff des Volksliedes stand. Und das ist ja auch erstmal vom Begriff her so. Populus heißt Volk. Und dass diese Tradition des Volksliedes eben in der Populärkultur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitergeführt wird. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Deshalb auch der weite Bogenschlag von der Romantik bis zu den Fantastischen Vieren, die dort nur als Beispiel dienen. Was mich jetzt sehr interessiert hat, ich habe auch in dem Festivalheft, was ich sehr interessant finde, ausführlich gelesen und auch über diesen Begriff des Kunstliedes nochmal nachgedacht. Und für diesen Begriff des Kunstliedes muss ich sagen, etwas irritierend eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ich glaube, er hat vor allem eine auch abgrenzende Bedeutung. Man grenzt das Kunstlied vom Volkslied ab. Und da könnte man sich fragen, ob das eigentlich so eine ganz gute Idee war oder ob da nicht vielleicht ein gewisses Problem besteht. Wenn man es aus der Sicht der Literatur sieht und dann geht man in die Romantik zurück und im Festivalheft wird auch immer wieder Schubert genannt als eigentlich der Anfangspunkt so der Liedtradition, die hier interessiert. Wenn man es aus der Romantik kommt sieht, dann ist diese Trennung von Kunst und Volkslied da noch gar nicht vorhanden. Die romantischen Gedichte, die dann ja vielfach vertont werden und erstmal zu den wichtigsten Texten ja werden für das Kunstlied, die entstehen ja aus einer Beschäftigung mit den Volksliedern. Also da ist diese Trennung noch gar nicht da und das scheint mir auch die Kraftquelle zu sein, die Romantik bereitstellt. Das fängt schon an beim jungen Goethe, der im Elsass herumläuft und die Leute Lieder singen lässt und sagt, die schreibe ich jetzt mal auf. Und dann gehen später die Romantiker hin und sagen, wir sammeln jetzt alte Lieder. Sie bearbeiten diese Lieder auch und aus diesem Impuls, aus der Beschäftigung mit diesem Volksgut, entstehen dann ästhetisch ganz artifizielle Texte, die aber noch diese Einfachheit und diesen Impuls und diesen Lebensbezug haben. Und das ist für mich, muss ich sagen, das Reizvolle. Und deshalb fand ich diesen Begriff Kunstlied, auch wenn ich jetzt darüber nachgedacht habe, in der Hinsicht immer noch etwas irritierend. Ich würde sagen, eigentlich gehört es zusammen. Es gibt das Lied und das Lied soll Kunst sein, wenn es gut ist. Aber es kommt eigentlich aus dieser Tradition, dass es gesungen wird und dass es eine Funktion im Leben hat und dass es uns begleitet und uns etwas sagen sollen, wir uns mit diesem Lied umgeben. Und das ist für mich die große Kraft eigentlich des Liedes, die ich finde, es auch in der Gegenwart noch hat. Ist das für Sie genauso, jetzt aus einer ganz anderen Position herauskommend und welche Funktion kann der Text haben eigentlich für die Komponistin? Ja, jetzt sind das viele Topoi, die wir jetzt hier schon haben. Vielleicht noch ganz kurz zum Kunstlied. Also ich glaube, ich würde es gerne doch zuspitzen auf das, was hier auch im Festival passiert. Das Klavierlied, das sozusagen ja auch mit dem Kunstlied dann sozusagen gerne in eins gesetzt wird. Und das ist natürlich eine Tradition, die sozusagen ihre Wurzeln tatsächlich dann doch zum Beispiel bei Schubert hat. Und jetzt sehen wir hier im Festival, wie sozusagen das Problem des Kunstliedes in diesem Kontext hier gelöst wird. Ja. Die Frage war jetzt, wie ich mit dem Text umgehe oder ja, wie man als Komponist heute mit dem Text. Wir müssen ja nicht irgendwie die Sache nur positiv sehen. Wenn Sie gerade ansprechen, das Problem mit dem Kunstlied, also man muss Lösungen dafür sorgen. Offenbar gibt es ja ein Problem. Offenbar gibt es ein Problem mit dem Klavierlied, sage ich mal, diese Tradition fortzuschreiben und auch überhaupt vielleicht auch neue Formen zu finden. Das ist eine Herausforderung wie in unserem Titel, aber es ist auch eine Herausforderung, wo man sagt, kann man sowas eigentlich noch hinkriegen? Wie haben Sie sich diese Herausforderung gestellt? Was ist das für Sie?
Vielleicht muss man, ich bleibe nochmal bei dem Begriff Kunstlied. Das impliziert ja nicht nur eine bestimmte Besetzung, sondern es impliziert auch ein Schreiben für bestimmte Stimmgenres. Also ob das nun Sopran oder Stimmlagen auch. Und Sie wissen, im Kunstlied ist das Merkwürdige, dass sozusagen die Stimme eigentlich dann in Bezug auf den Text ungeschlechtlich wird. Also das haben wir auch gestern erlebt, da war ein feuriger Text, der über Krieg sprach, aber er wird gesungen von einem unglaublich hohen Sopran. Also das heißt, die Stimme mutiert zu etwas anderem, es mutiert zu einer Form von Ungeschlechtlichkeit. Damit spreche ich ein Problem an, was mir als Komponistin wirklich zu schaffen macht. Das ist, wir haben in anderen Genres, und da nennen Sie, haben Sie schon die Populärkultur genannt, natürlich einen ganz anderen Umgang auch mit Stimme. Das heißt nicht nur die klassische Einteilung, Sopran, Alto etc., sondern wir haben sozusagen ganz individuelle Stimmen. Und der Komponist Heiner Goebbels hat irgendwo mal gesagt, er schreibt grundsätzlich nur für spezielle Stimmen, also oder für eine spezielle Stimme, die durch ihren eigenen Charakter das sozusagen dann verkörperlicht, was ihm ein Anliegen ist. Und damit schildere ich eine Schwierigkeit, also sozusagen einen lyrischen Text dann in ein Genre wie oder in eine Gattung Lied mit für Sopran zum Beispiel zu schreiben. Das impliziert, dass ich mich dem Verdikt beuge, was ein Sopran so alles zu können hat oder auch nicht. Und vernachlässigt meiner Meinung nach auch eine Kultur der Stimme, die in anderen Genres längst existiert. Ja, das ist vielleicht nochmal bei dem Begriff der Stimme. Ich habe immer persönlich ein bisschen Schwierigkeiten, das liegt vielleicht an mir, das ist meine Macke, überhaupt so stark zu trennen zwischen Prosa und gebundener Rede, zwischen Prosa und Lyrik. Und ich könnte mir vorstellen, jetzt wie ich die Bücher von Karl-Heinz Ott gelesen habe, dass diese Probleme ihm oder dass ihn das vielleicht auch manchmal umtreibt, oder gibt es denn für dich überhaupt so eine große Trennung zwischen gebundener Sprache, auch mit deiner Erfahrung, auch mit Liedern, die du ja durchaus hast aus der Praxis, und dem Prosa-Schreiben, oder ist das im Grunde erstmal ein Gegensatz, der sehr künstlich ist? Was ist auch die Musikalität von Sprache? Ist das ein Klischee oder ist das für dich das Wichtige? Zuerst mal ist natürlich Prosa tatsächlich erkennbar als nicht gebundene Sprache. Also im Zeitungstext würden wir in den seltensten Fällen in die Richtung von Reim und Rhythmus denken. Oder wenn, dann ist es natürlich in der Regel eine Parodie oder sowas. Aber mir selbst ist durchaus beim Schreiben äußerst wichtig, vielleicht sogar das Allerwichtigste, dass die Prosa einen Sound und einen Rhythmus besitzt. Das ist auch immer das Schwierigste bei einem neuen Text, bei einem neuen Buch, den Rhythmus, die Musikalität zu finden. Ich glaube auch, dass Inhalt an sich gibt es nicht. Denn selbst wenn ich einen ganz kurzen Satz durch eine kleine Innovation umstelle, kommt dabei was anderes raus. Wenn es heißt, er geht nach Hause, ist das etwas anderes, als wenn es heißt, nach Hause geht er. Da geht er auch anders. Hat fast schon einen kleinen biblischen Ton. Und manche Autoren benutzen das natürlich auch als Trick, um manchmal bedeutsamer zu klingen, als es ist. Für mich ist Brecht dafür das beste Beispiel. Es klingt immer ein bisschen erklären? Ja, Brecht arbeitet gern mit solchen Inversionen, die meines Erachtens gelegentlich an Bedeutungshuberei grenzen. Das hat natürlich auch mit Brechts weltanschaulichem Hintergrund zu tun, weil er meistens doch ein bisschen pädagogisch wirken will. Und da klingt natürlich etwas bedeutsam Tönendes besser als etwas banal Tönendes. Aber zumindest macht es einen Unterschied, ob ich schreibe, nach Hause geht er oder er geht nach Hause. Und so ist natürlich bei einem Prosastück wie einem Roman immer auch die Frage, wie gehe ich mit jedem Satz um? Wie kann der Satz einen Anschluss haben? Und da würde ich, also mir hat das mal sehr gefallen, als ich bei Schelling in den Vorlesungen zur Kunst gelesen habe, auch jeder Roman müsse im Grunde ein langgezogenes Gedicht sein. Das klingt zwar vermessen und überkandidelt, aber ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, merkt der Leser das, auch wenn er über die Frage einer poetisierten Prosa gar nicht nachdenkt, aber er würde merken, wenn etwas rhythmisch und musikalisch nicht stimmt und sei es, dass das Gefühl hat, hier haut ein Satz raus, der passt nicht zum Ganzen. Insofern denke ich, gibt es tatsächlich nur graduelle Unterschiede zwischen Prosa und Poesie, und trotzdem kann man natürlich, und das führt auch zu unserer Kardinalfrage zurück, ganz klar sehen, Lieder
die populär sind, leben letztlich von Rhythmus und Reim. Und zwar von einem leicht erkennbaren Rhythmus, nicht von einem komplexen Rhythmus. Und ich glaube, das ist bis heute der Fall. Und das ist auch wahrscheinlich die Krux, die, ob man nun die Trennungen als typisch deutsch mag oder nicht, zwischen E, U und E, die gibt es einfach. Auch wenn man sie abschaffen möchte. Und als Beispiel wegen des Kunstlieds. Die Entstehung, das ist vollkommen richtig. Die Entstehung sehr vieler Lieder, gerade aus der romantischen Zeit, die kommen natürlich auch aus der Orientierung am traditionellen Lied, also an den Sammlungen, sowohl bei den Märchen als auch bei Wunderhorn. Und es gab ja auch beim Wunderhorn schon Debatten darüber, dürfen da Gedichte von Goethe und Herder drin sein. Die einen sagten nein, die anderen sagten ja, die klingen ja vervolkstümlich. Und diese Tradition gibt es natürlich bis heute. Also manche Bibelslieder klingen so, als hätte es sie immer schon gegeben. Die sind sehr volkstümlich. So wie Eichendorff-Gedichte manchmal so klingen, als sei das nicht von einem einzelnen Dichter geschrieben, sondern als sei das über die Jahrtausende schon überliefert. Andererseits muss man aber auch sagen, kann man glaube ich schon zu Recht von einer Abspaltung reden. Allein der Lindenbaum bei Schubert funktioniert noch in der ersten Strophe, dass sozusagen das Volk es mitsingen kann. In der zweiten fällt es ins Moll, wird eindeutig für den Pianisten schon etwas komplexer und schwieriger. Und zu singen ist das dann eigentlich für den Normalfall nicht mehr. Selbst ein Mozart, ich komme lieber bei und mache, hat Schlenker drin, das fällt einem schwer. Das ist nicht mehr so einfach zu singen, zumindest wenn es halbwegs klingen soll. Also da trifft es schon etwas auseinander. Ja, jetzt bleiben wir vielleicht noch kurz bei dem Gegensatz, weil ich glaube, es könnte ja eine Verbindung und auch ein Dissens geben bei dem Punkt, wie kann man mit so etwas wie Volkstümlichkeit umgehen. Mir scheint jetzt gerade in der jüngeren Lyrik, wozu ich dich auch zählen würde, ist tatsächlich auch etwas da wie die Idee, dass man auch doch wieder ja einen gangbaren Weg in diesen Volkslied-haften oder eben sei es Rap oder sei es Pop finden könnte. Wenn man sich anschaut, dass jetzt, klar, das lag natürlich auch daran an dem schwachen Literaturherbst, aber es lag auch an dem Buch, dass ein Lyriker wie Jan Wagner, der eben auch formal sehr überschaubar schreibt, sagen wir mal, oder kristallin könnte man es positiv finden, dass der jetzt den Buchpreis bekommen hat, das ist vielleicht kein Zufall. Oder dass man auch gestern, heute in der Zeitung, gestern gab es ein Podium mit einem Lyriker und Prosa-Autor, den ich auch eingeladen hatte, der keine Zeit hatte. Warum hatte er keine Zeit? Das ist Michael Lenz. Der hatte keine Zeit, weil er gestern zu Lit Cologne die Eröffnung gemacht hat, indem er Herbert Grönemeyer interviewt hat. Und das ist genau dieser Schritt im Grunde, dass man sagt, als Lyriker bin ich mir nicht, früher hätte man ja vor 20 Jahren gesagt, ich setze mich doch nicht mit irgendeinem Grönemeyer auf die Bühne. Heute sagt man, ich gucke mal, was ich da auch für mich rausholen kann. Was ich kenne von Ihren Kompositionen, das ist, glaube ich, eine ganz andere Bewegung. Gab diese Chance, das eigentlich geht es ja auch um Gedächtnistraining oder um Erinnerungsfähigkeit. Hat diese Chance, dass der Erinnerungsfähigkeit, die der Reim und die Strophe mitbringt, hat das überhaupt einen Sinn, eine Bedeutung oder ist Ihnen das völlig? Auch wenn Sie jetzt Prosatexte von Theoretikern als Grundlage für Lieder nehmen. Naja, wir sind ja sozusagen auch in der Musik eine Schriftkultur. Das heißt also, ich würde da auch widersprechen, dass sozusagen der Reim das Zeichen ist für die Trennung zwischen E und U. Also es gibt zum Beispiel ja einige gute Texte von Blixer Bargeld zum Beispiel, die auch dieses Verhältnis von, also sozusagen die nicht diesen platten Reim haben, die aber durchaus sich nicht, glaube ich, als Kunstlieder verstehen und die aber trotzdem sehr, sehr spannend sind. Und ich glaube, da gibt es, wenn man genauer guckt, sehr, sehr viele Beispiele. Also, dass diese Trennung, dass man sagt, das ist das einfache Genre, das sind diese schlichten Reime und da ist die komplizierte und komplexe Lyrik, dass diese sozusagen diese Zweispaltung, die, glaube ich, trifft es auch nicht so ganz. Ja. Versuche mal sozusagen, mich an Ihre erste Frage zu erinnern. Ich glaube, das Schwierige zum Beispiel für mich ist, dass ja sozusagen ein Gedicht, was ich sehr lieben kann, und das war zum Beispiel auch das Schwierige an diesem Auftrag für mich, das fängt an, in mir zu leben, und das hat jetzt nichts mit Reim oder sonst was zu tun. Also wenn es mich anspricht, dann erfordert es sozusagen mein ganzes Leben, meinen ganzen Verstand. Aber die Frage ist ja dann, warum soll ich das verkomponieren? Also warum soll ich meine Interpretation mit Nägeln festschreiben? Und denn der Genuss an Lyrik ist doch gerade mal für mich, also zumindest für mich, das Lesen. Das heißt also sozusagen mir meine eigene Zeit
mit dem Gedicht geben zu können. Und sozusagen diese Zeit aufzuheben, dafür braucht es, und sozusagen meine Zeit, diesen Gedicht aufzuoktroyieren als Komponistin, dazu braucht es extrem gute Gründe, finde ich. Und wenn ich die nicht finde, dann kann ich das auch nicht tun. Und was sind diese Gründe, wie... Das ein konkreter ich bin machen, ja gescheitert. Ich bin ja an diesem Auftrag gescheitert, sage ich mal so. Doch, ich sage das jetzt einfach. Also mir ist es sozusagen, ich konnte es nicht. Also ich habe mir sozusagen ganz viel Mühe gegeben, die Lyrik, die ich mochte, hin und her zu wenden und zu versuchen, ihr ein kompositorisches Kleid zu geben. Ich bin ausgewichen und habe es anders gelöst. Also das wird man dann sehen, wie das gelöst ist. Aber sozusagen das im traditionellen Sinne in ein Lied zu fassen und zu verkomponieren, das, was mir an Lyrik hier gefallen hat, das habe ich verweigert sozusagen. Das heißt, diese Frage, sind noch Lieder zu singen, sind noch Klavierlieder, Kunstlieder zu singen, würden Sie erst mal mit Nein beantworten und sagen, zu singen vielleicht, aber für mich nicht zu komponieren, oder? Das will ich auch so kategorisch nicht sagen. Ich finde, es ist ein unglaublich schwieriges Genre. Nicht zuletzt darum, weil wir natürlich eine riesige Tradition sozusagen hinter uns haben und es gibt unzählige Beispiele davon, wie es gelungen ist, aber meiner Meinung nach auch unzählige Beispiele, wie es komplett daneben gegangen ist. Und das hat vielleicht auch nicht nur mit dem Lied als solches zu tun, sondern auch mit diesem Begleitinstrument, dem Klavier, was natürlich auch sozusagen eine eigene Tradition hat. Und diese Kombination Klavier-Stimme, da kommt man nicht drum herum. Das ist 19. Jahrhundert. Und was mache ich da jetzt mit, wenn ich da was Neues mitmachen möchte? Das ist nicht die Lieblingsbesetzung von Komponisten, sage ich mal zu behaupten. Ich finde es aber interessant, wenigstens mal als Zwischenstufe einmal festzustellen, was sind komplett missglückte Lieder. Karl-Heinz, du hast ja auch, als wir angefangen haben, darüber zu reden, ob du mitmachen könntest, auch eine eher skeptische Position bezogen. Wie siehst du das? Gibt es für dich solche komplett missglückten Versuche, diese Grenze zu überschreiten zwischen Literatur und Musik? Woran liegt das? Das ist schwer zu sagen, weil natürlich bin ich Ihrer Meinung, dass das nicht U ist billiger Reim. Und E ist reimlose Komplexität. Natürlich nicht. Also ich bin über nichts mehr froh, als wenn ich Gegenwartslyrik lesen kann. Dort von Petersdorf ist ein Beispiel Norbert Hummel. Es gibt da mehrere inzwischen, die durchaus reimen, aber und auch einen erkennbaren Rhythmus in den Versen und Strophen haben. Und trotzdem nicht altbacken des 19. Jahrhunderts sind, ist ja völlig klar. Und natürlich gab es auch durch den ganzen Adornismus, vor allem in Deutschland, Verwerfungen, würde man heute mit diesem Modewort sagen, über die man schwer erst ungefähr ab den 90er Jahren wieder hinwegkam, indem man im Prosa-Bereich traute, wieder episch, realistisch zu erzählen, indem man im lyrischen Bereich wieder sich traute, zu reimen, ohne eben deshalb platt zu sein. Und natürlich ist nicht jede Pop- und irgendwas Kultur per se platt. Ich meinte nur, wenn man sozusagen allgemeine Pflöcke einschlagen will, das ist ja auch typisch, wir sitzen hier in einer Musikhochschule und nicht im Stadion, wo 50.000 Leute Helene Fischer zujubeln. Und das zeigt sich, also wir singen jetzt ja auch nicht und spielen nicht, aber das wird sich auch immer, würde ich vermuten, in Zukunft am Publikum zeigen. Und was ich vor allem, inzwischen besuche ich solche Konzerte nicht mehr, in den 80er Jahren ein Crossover mitbekommen habe, sei es Jazz, Klassik, sei es Klassik, Pop und so weiter. Ich fand es grässlich unterm Strich. Ich fand es hat auch selten gelungen, auch zum Beispiel indische Musik trifft Jazz. Ich fand lauter misslungene Konzerte mit äußerst gutem politischen Willen. Aber ich hatte das Gefühl, es ist nie Fisch, nicht Fleisch und beide Seiten können eigentlich nicht befriedigt sein dabei. Was aber eben nicht heißt, dass es gibt Adolf Wölfli-Vertonungen von Riem. Die sind äußerst eingängig, die sind Miniaturen, da kann man fast mitsingen. Es wird nie das große Publikum sein. Es gibt Gedichte von Petersdorf und Norbert Hummel, Jan Wagner. Die werden nicht die Massen umhauen, die werden zu keinen Eichendorff-Gedichten werden, obwohl sie sich den Zwang sozusagen in der Folge der Duineser Elegien oder von Paul Celan zu sehen, verweigern. Aber
da gibt es auch nichts mehr zu ändern dran, glaube ich. Aber ich glaube, ich muss ganz kurz widersprechen oder einen Einspruch erheben über diese Dualität, die jetzt zum Beispiel durch den Namen Helene Fischer hier ins Spiel kommt. Also so meine ich das, weiß Gott nicht. Ich glaube, dass es sozusagen Zwischenfelder gibt. Ich habe Blixa Bargeld genannt, also es gibt ganz tolle, oder Katharina Frank, die man aus ganz anderen Popbereichen kennt, die ganz tolle lyrische Sachen auch gemacht hat mit Musik, die jetzt auch mit dem Club der Toten Dichter Rilke vertont hat. Also es gibt so Grenzbereiche, die überhaupt nicht sozusagen in unsere Gattung, die wir heute diskutieren, zu dieser Gattung gehören, also dem sogenannten Kunstlied, aber die ganz innovativ, finde ich, mit Text und auch Klang versuchen umzugehen. Und da gibt es, das sind jetzt nur zwei winzige Beispiele, da gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele. Das heißt, diese Zuschreibung jetzt, die dürfen wir hier auf der Bühne, glaube ich, nicht vereinfachen. Das, also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass nicht Helene Fischer der interessante Fall ist. Ne? Und ja, gut. Aber das war mir nochmal ein Anliegen, darauf hinzuweisen. Denn ich glaube gerade im Gegenteil, dass viele interessante Dinge, gucken Sie sich an, zum Beispiel den Rap oder sowas, also das werden wir unter Umständen, ich weiß nicht, was er dieses Mal macht, aber mit diesem Genre arbeitet ja auch der Bernhard Lang sehr viel, wenn er mit Stimme arbeitet. Das sind Innovationen, auch mit Text umzugehen, egal was das für Texte sind, aber mit Stimme umzugehen, die auch wieder rückwirken auf bestimmte Komponisten, die sich sozusagen damit beschäftigen und gucken, ja, wie kann ich damit weitermachen? Und das ist also sozusagen die Behandlung von Stimme über diese Fächer, die ich vorhin genannt habe, über diese Zuschreibung, das ist der typische Sopran und das ist das typische Bel Canto, das ist echt auch alter Hut, würde ich sagen, ja. Und da auch nochmal anschließend, tatsächlich geht es auch nicht um Popularität, also dass man sagt, man will damit höhere Auflagen erreichen, das ist alles sowieso irgendwie minimal, man freut sich, wenn das Leute interessiert, das ist nicht das, was aber interessiert, ist die Möglichkeit, die formalen Möglichkeiten, die man hat und ob man sich da sehr stark eingrenzt und sagt, vieles kommt für mich überhaupt schon mal nicht in Frage, weil ich irgendwelche ästhetischen Grenzen hochgezogen habe, von denen man sich aber irgendwann fragen kann, ist das eigentlich sinnvoll? Sollte ich mich dieser Möglichkeiten berauben? Und so war es zum Beispiel mit dem Reim, dass es für mehrere Generationen offenbar ganz selbstverständlich war, das war keine Option, reimen konnte man nicht. Und irgendwann kommen dann Generationen, die sagen, vielleicht könnten wir darüber nochmal nachdenken, was waren eigentlich eure Gründe, auf diese Form zu verzichten und überzeugen uns diese Gründe eigentlich noch. Und wenn sie nicht mehr überzeugen, dann kann man es probieren und dann kann man scheitern, das kann auch daneben gehen und nicht überzeugend wirken. Aber ich glaube, das war eine sehr große Befreiungsbewegung innerhalb der Lyrik zumindest, dass diese Stoppschilder, die überall standen, das nicht und hier nicht mehr und diese Form nicht und diese schlimmen Worte nicht, dass das irgendwann eingerissen worden ist. Und ich habe das auch aus dem Festivalbuch, was bei den so Komponisten der Jahrgänge so 70er, 60er Jahre, hatte ich auch den Eindruck, dass die sehr stark in einer Situation sich befinden und sagen, wir wissen eigentlich ziemlich wenig, wir haben sehr wenige Gewissheiten. Und das ist, glaube ich, erstmal eine gute Situation, dass man ohne diese Gewissheiten arbeiten muss und sehen muss, diese festen ästhetischen Gesetze, dass das wie zum Beispiel in der Lyrik im 20. Jahrhundert, das war lange verschwunden, das galt als so triviale Form. Brecht war einer der wenigen, die es noch gemacht hat, auch im Anschluss an die Volkstradition. Und dann war es irgendwann weg. Und dass das wiederkommt und man sagt, wir probieren es, weil wir die ideologischen Gründe nicht mehr haben, es auszuschließen, das glaube ich, ist eine einfach ja, gute, befreiende Entwicklung, was nicht über die Qualität einzelner Produkte sagt. Das muss man gucken. Da habe ich eine Nachfrage. War das wirklich so, dass das Lied weg war oder war das nur, dass eine Ideologie das gewissermaßen überlagert hat und vielleicht manche daran gehindert hat, die besseren Fähigkeiten oder nicht, die Sachen zu schreiben? Wenn man wirklich genau hinguckt und auch gerade über das, was immer als Avantgarde verhandelt wird, am populärsten natürlich Ernst Jandl. Ernst Jandl mit seinen Formen, ich meine simple Formen wie vom vom zum zum, fällt mir gerade ein, als ein Staatspaar, vom vom zum zum. Im Grunde ganz traditionell gebaut, ganz simpel, natürlich durch diese Simplizität irgendwie wieder, aber es ist liedhaft. Oder denk an die großartigen Auftritte jetzt von jemandem wie Thomas Kling oder Oskar Pastior, zwei Generationen, Kling, der immer von Sprachinstallationen sprach, aber der natürlich dann irgendwo auch, das waren erkennbare Formen, das waren auch Formen, die, ja, ich weiß nicht, es waren natürlich jetzt keine gereimten Strophen, wie man die jetzt von Heine kennt, aber es waren strophische Gebilde. Und bei Oskar Pastior noch mehr, natürlich dann eben weitgehend auf den ersten Blick von Mimesis befreit, aber es gab dort Reime, es gab dort Rhythmen, es gab dort, im ganzen Unipo, in diesem ganzen Verfahren, hat das für dich auch eine Rolle gespielt, dass man sich gut jetzt guckt, doch mal an das Schreibreim, wie geht das?
Also Jandl ist sicherlich eine ganz herausragende Figur, aber würde ich auch sagen, innerhalb der Avantgarde-Tradition dann doch eine eigene Figur. Ich glaube, so eine große Annäherung an die Liedform hat es sonst bei anderen Avantgardisten nicht gegeben. Und zum Lied gehört vielleicht auch die Vorstellung, dass es, also was man so Volkslied, den Begriff würden wir heute nicht mehr verwenden, aber was man vielleicht so Volkslied genannt hat, das meinte ja auch, dass im Lied Situationen behandelt werden und Gefühle thematisiert werden, die Menschen aus ihren Lebenserfahrungen kennen und wo man sagt, jetzt hilft mir dieses Lied. Das Lied hat eigentlich eine Art therapeutische Funktion, also im guten Sinne auch gehabt. Von Goethe gibt es so eine Formulierung, wo er sagt, solche Liederbücher, eben wie das Knaben Wunderhorn, die soll man auf der Fensterbank liegen haben oder auf dem Küchentisch. Und wenn man dann in einer bestimmten Situation, einer Stimmung ist, soll man so ein Lied nehmen können und denken, das hilft mir jetzt, in welcher Weise auch immer. Meistens kann man ja gar nicht sagen, warum einem Lieder helfen, aber die helfen doch. Und das, glaube ich, diese Idee des Lebensbezugs, also der Integration von Literatur und Lyrik in den Alltag, das ist, glaube ich, schon etwas, was lange sehr skeptisch vor euch wurde und was die Populärkultur ja immer weiter gemacht hat. Die macht das ja ständig. Alle singen dieses Zeug vor sich hin. Und ich glaube, es hat beiden Seiten nicht gut getan. Es hat der Populärkultur nicht gut getan, dass da keine Niveaus irgendwann mehr herrschen. Und der andere Flügel, der E-Flügel, hat sich abgetrennt und gesagt, das ist Dreck, mit dem machen wir nicht. Und das war für beide Seiten, glaube ich, nicht gut. Ich denke, die Phasen sind produktiv gewesen, wo das noch zusammengehörte. Ich will eigentlich hinaus auf die Form des Produktiven. Ich meine, vielleicht. Das ist auch nur meine Privatmarotte, aber ich denke, es gibt schon bei sehr vielen Autoren, und ich glaube, bei euch beiden ist es wahrscheinlich auch so, gibt es so etwas wie, ja, Neid wäre das falsche Wort, aber eine Sehnsucht nach der anderen Kunst aus einem ganz bestimmten Grund, weil man, wenn man eben Komplexität, auch die verstehbare Komplexität von jeder musikalischen Äußerung anschaut und dann die ganz andere Komplexität von Sprache nimmt, die ja diesen Grundnachteil hat, dass wir immer linear lesen, dass wir nie so etwas schaffen wie Polyphonie, wie Gleichzeitigkeit. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite denke ich auch umgekehrt, beobachte ich auch gerade, wenn ich jetzt so einen Abend wie den gestrigen höre, dass es auch offenbar so etwas gibt wie eine Sehnsucht unserer Musiker nach Text, nach Inhalt, nach Vermittlung, auch nach Mimesis durchaus, der nur über die Sprache funktioniert. Ist das interessant für euch alle drei? Ich meine, natürlich ist es so, dass man, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, das Leiden manchmal unter der Musik, dass sie so wenig semantisch ist. Das ist ein merkwürdiges Feld, was ja auch die junge Generation von Komponisten sehr beschäftigt. Also sozusagen auch die irgendwo, es gibt dann heutzutage so merkwürdige Begriffe, die Musik ins Diesseitige zurückzuführen oder sozusagen relationale Musik, also anzubinden an irgendeinen Referenten, sage ich jetzt mal so, oder an irgendein außermusikalisches Thema. Also diese Frage, ja, was leistet oder was ist Musik? Oder das Leiden, was ich wirklich so vorhin formuliert habe, darunter, dass sie wirklich sozusagen zunächst mal nicht semantisch ist. Das ist ihre, meiner Meinung nach, ihre große Stärke. Also dieses Phänomen Klang, was einfach ein wahnsinnig aufregendes Phänomen immer noch ist, finde ich. Aber andererseits sozusagen die Tatsache, dass Musik einfach keine, in diesem Sinne keine Semantik hat. Und manchmal dieses Sagenwollen dann doch auch von Komponisten, die sich aus dem Grunde vielleicht auch dann gerne zwischendurch immer wieder auch mit dem Text befassen oder Text hineinholen in die Arbeit. Ne? Tatsächlich eine Antwort auf ein Ungenügen, oder? Ja gut, andererseits ist dieses Ungenügen auch die große Chance der Musik. Also gerade wenn man mit der Sprache sozusagen auf die Sprache reduziert ist und versucht, sei es als Lyriker, sei es als Prosaiker, doch das rhythmisch, melodisch, soundartige Element stark zu machen, eben weil ein Roman, ein Gedicht funktioniert nicht durch nackten Inhalt, den es, wie gesagt, ja auch so nicht geben könnte. Aber das ist natürlich auch die Stärke der Musik, dass man zwar das Gefühl hat, hier fehlt einem etwas, also egal ob das Riemen oder Beethoven-Symphonien oder irgendwas sind, da drängt etwas zum Ausdruck, dass da bildet was natürlich mehr sagen als nur, was man an Noten lesen kann oder was hören kann. Es ist natürlich immer Ausdruck, wir wissen nur nicht genau wovon. Zum Teil vielleicht mindestens von Gefühlen, die auch in ihrer Ambivalenz oder Unfassbarkeit da sind.
Und das ist aber, wie gesagt, weil Sie gerade eher sozusagen die Grenzen des rein Musikalischen sehen, dass man doch irgendwie eine Bedeutungsebene gerne auch müsste und sagen müsste, was bedeutet dieses und was bedeutet jenes. Das ist aber sozusagen die Sehnsucht auch der Sprachler immer, zu sagen, könnte ich noch mehr in den Gesang kommen? Also bei Hölderlin heißt ja, dann aber werden wir Gesang. Sprich, wenn das Gespräch, die Steigerung des Gesprächs ist bei Hölderlin Gesang und das kompensiert sich sozusagen die gegenseitigen Sehnsüchte. Wahrscheinlich ist auch das der Grund, weshalb der Komponist auf Texte zurückgreift und der Text, wenn es Gefühl hat, also bestenfalls ist die Steigerung dort, wenn es auf die Bühne kommt und doch noch Musik dazu gelangt. Vor allem, wenn man es nicht so einfach wie Goethe sieht, der am liebsten nur von Zelter vertonen lassen wollte, damit der Text im Vordergrund bleibt und musikalisch nichts Eigenständiges dazukommt, sondern wenn es wie ab Schubert und dann immer weiter bei Schumann bis zu Hugo Wolf gesagt wird, dass die Musik sozusagen zum Text eine ganz eigene Ebene bringt und den Text dadurch sozusagen nochmal vielleicht nicht unbedingt reicher macht, aber in ungewohnte Richtungen sogar drängt. Wobei ja der Lyriker da auch nicht mehr unbedingt die Kontrolle hat. Also was Sie sagten, Goethe konnte das versuchen zu kontrollieren. Aber die Vertonung der romantischen Lieder, das waren ja keine Auftragswerke, sondern die sind ja dann eigentlich alle im Nachhinein vertont worden, dass dann der Komponist gesagt hat, das ist jetzt eine Lyrik, die mir etwas sagt und die ich vertone. Und da kommt etwas hinzu, was sich ja auch der Kontrolle der Lyriker ganz und gar entzieht. Also was dann der Komponist noch mehr macht zu dem ja an sich schon natürlich rhythmisierten Text, das weiß man nicht, das kann man nicht mehr steuern, was sicherlich auch ganz beglückend ist, muss man auch nicht. Wobei in der Romantik gibt es ja diese Beispiele, das wird heute wohl nicht mehr funktionieren, wenn man sich jetzt so Gedichte vorstellt oder in Erinnerung ruft, wie ich scrolle nicht und wenn das Herz aufbricht, geht das so ewig verlorenes Lied von Heine oder ein Jüngling liegt beim Mädchen oder die Evergreens. Ich glaube, dass die eigentlich nicht uns heute noch irgendwie im Gedächtnis haften bleiben würden, wenn es die Musik nicht gegeben hätte. Also da wird die Musik irgendwie, in Kombination wird stärker als das Buch der Lieder, wo ich ohne Heine jetzt irgendwie groß abwerten zu wollen. Ich glaube, diese Texte würden uns heute nicht mehr interessieren. Und vielleicht ging es auch schon damals so. Ist vielleicht dieser einfache Text vielleicht gerade derjenige, der sich besonders gut eignet. Also im Grunde die umgekehrte Figur von Goethe, eben nicht zu sagen, die Musik soll eben von Zelter und Tonika, Subdominante und so weiter, simple Form, man soll meinen Text nicht stören, ist nicht die Einfachheit, vielleicht gerade das, was eben wirklich das Vertonen eignet, auch eine Beobachtung gestern. Im Grunde muss man sagen, ich glaube, es lag, glaube ich, nicht daran, dass eben irgendwie Liberty so etwas ist wie ein Halbgott, sondern im Grunde hat natürlich dieser ganz einfache Hölderlin-Text, dieser späte Hölderlin-Text hat mit am besten funktioniert. Oder auch, das habe ich auch gemerkt bei den Gesprächen in der Pause, auch bei den Band-Vertonungen, ich kann nicht auf das eine Gedicht, aber es gibt dieses eine Gedicht mit dem eure Etüden sind schon ermüden. Ich habe auch mit jemandem gesprochen, der das Gedicht gar nicht vorher kannte, der fand das sofort total überzeugend als Lied. Ne? Also das ist ein einfaches Gedicht, das beste zum Vertonen, oder? Ich glaube, allein der Begriff Vertonen ist schon komplizierter. Also will man heute einen Text vertonen? Also es gibt ja so viele Beispiele, wie man mit Text umgehen kann. Also man kann ihn in Lautbestandteile zerlegen. Also ich meine jetzt nicht à la Jandl, sondern die Komponisten mit Text gearbeitet haben. Das ist ja ein ganz weites Feld. Und der Begriff Vertonen impliziert immer sozusagen, dass ich am Text entlang irgendwas erfinde, was dann vielleicht im besten Sinne ein Lied wird oder so. Das ist ja, da gibt es ja schon ganz viele andere Beispiele. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen auf die Qualität oder auf die Vorteile von einfachen Texten für komplexe Kompositionen hinaus und umgekehrt. Aber vielleicht kann man die Frage noch interessanter zuspitzen. In vielen der Beiträge jetzt der Komponisten für den Uraufführung stand, ich habe erst mal ein Gedicht gesucht. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, an dem wir vorhin waren, des Scheiterns des Liedes, könnte es auch möglicherweise an dieser Suchbewegung und an diesem, eben das geht wieder auch um diese Sehnsucht nach der anderen Kunst und an dieser Künstlichkeit dieser Situation, die müsste man nicht jetzt, um ein gelingendes Lied zu machen, vielleicht zu ganz anderen Formen kommen. Das wäre meine Frage. Ich weiß nicht, was Sie morgen machen, aber. Wir sind nun in diesem Setting, das existiert, also inklusive Besetzung, inklusive Aufführungsort etc. Aber natürlich ist auch eine, finde ich, ganz wichtige Frage, also und eine ganz grundsätzliche Frage, die schon fast wieder banal klingt, wenn man sie überhaupt anspricht, was soll das heute? Und was soll diese Kombination, was will ich damit sagen oder was
Was kann diese Kombination auch ausdrücken an Zeitgenössischem? Und wir können ja nicht umhin, dass sozusagen die Musikgeschichte zum Beispiel vorangeschritten ist, dass das Lied auch seit 1945 oder alle Versuche mit Text umzugehen, eine bestimmte Geschichte durchlaufen haben. Wie kann es dann diese Einheit noch geben von einem, das wäre für mich auch interessant zu wissen, von den Lyrikern hier. Also gibt es diese Einheit noch, dieses Ich, was sozusagen glaubt, eine Form zu finden, in der das gesagt wird? Also was ist das heute zeitgleich und wie kann man damit umgehen? Ja? Und wenn man guckt, wie zum Beispiel junge Lyriker oder Lyrikerinnen mit ihrem eigenen Text umgehen, den performen zum Teil, also oder auch die ganzen Spoken Poetry, also da gibt es ja so spannende, lebendige Beispiele, die zeigen, wie man wirklich sozusagen Klang, Sprache und Performance sozusagen in ein ganz lebendiges Genre überführen kann. Da fragt sich dann doch für mich, also stellt sich mir die Frage, was ist dann Vertonung von einem Gedicht? Und das muss ja unglaublich, wie ich vorhin sagte, gute Gründe geben, das zu tun. Also der Begriff Lied hat ja ohnehin eigentlich zwei Bedeutungen. Einmal ist Lied das, was jetzt hier auf dem Festival auch stattfindet, ein wirklich gesungenes Lied. Aber für Lyriker ist Lied zunächst mal auch ohne Gesang vorhanden, nämlich eine bestimmte lyrische Form. Also man sagt, es gibt Lyrik so als Oberbegriff und dann gibt es meinetwegen ja Sonette und Oden und es gibt auch Lieder. Und das ist eine abgrenzbare lyrische Form im Vergleich zu anderen lyrischen Formen. Und tatsächlich ist eines der wichtigsten Kennzeichen eine gewisse Einfachheit, die aber über Jahrhunderte überhaupt nicht als Marke galt, sondern einfach so als ja, Qualitätsausweis. Diese Texte, wir würden ja auch nicht bei Eichendorff-Gedichten sagen, die sind uns jetzt zu trivial oder sowas. Die sind einfach und die entsprechen diesen Gesetzen der Gattung Lied. Und das ist erstmal ganz unabhängig vom Gesang da. Und der kann dann von der Vertonung. Das kann dann später dazukommen. Und ansonsten... Nein, muss ich nicht. Nein, der Lyriker selber hat ja selber Musik. Also er versucht ja gerade mit Sprache Musik zu machen. Das ist ja das Kennzeichen auch der Lyrik, sonst würde sie, glaube ich, auch gar nicht mehr da sein. Wenn es nicht die Idee gäbe, man könne Sprache so gestalten, dass sie selber zur Musik wird. Deshalb haben tatsächlich alle Lyriker auch eine unerfüllte Sehnsucht nach Musik. Da glaube ich, ist so, ja. Das stimmt. Aber wenn dann etwas dazukommt, wenn man sagt, es wird gestaltet oder auch verändert, also was jetzt mit den Heine-Liedern passiert, die bekommen ja doch nochmal ganz neue Nuancen in den Vertonungen, das ist etwas, was dazukommt. Aber was sich nur für bestimmte lyrische Texte eignet, das glaube ich auch, es gibt komplexe Lyrik, die man, würde ich auch sagen, tatsächlich nicht gut als Lied vertonen kann, weil sie dieser Einfachheit nicht folgt. Das ist ja kein Urteil, das eine ist ja nicht besser als das andere, aber für Lieder zu vertonen, Lieder, glaube ich, ist diese Einfachheit notwendig und da wiederum, glaube ich, das ist ein nahezu anthropologisches Bedürfnis. Menschen, glaube ich, haben das immer gemacht und sie tun es auch heute noch. Es gibt Situationen, da möchten sie etwas singen. Und die meisten singen vielleicht Dinge, die uns nicht so gefallen. Aber daran kann man arbeiten, dass wir bessere Sachen singen. Aber gesungen wird doch immer. Und das fängt bei Kindern an. Man merkt, wie stark, da merkt man, wie stark das ist, wenn man mit Kindern zu tun hat. Diese Vitalität des Singens, das sich ausdrücken wollen im Gesang. Und dann ändern sich die Formen. Und das ist eine Geschichte, würde sagen, wo stehen wir jetzt in dieser Geschichte des Liedes? Aber dass das Lied verschwindet, vielleicht als bestimmtes Lied, und dann gibt es andere Lieder, aber das verschwindet halte ich für völlig ausgeschlossen. Aber es gab noch einen Punkt, der, glaube ich, so wichtig ist in dem letzten Beitrag von Iris Herr Schipphorst. Das ist dieser, ja, fassen wir es ruhig in dieses Schlagwort, dieser Aspekt der Performance. Und da hat sich was verändert. Also hat sich für uns, die wir mit in der Literatur unterwegs sind, in den letzten Jahren, ich glaube, definitiv was verändert. Da könnte man nur sagen, das liegt daran, dass man einfach mit Lesungen in Literaturhäusern, die es inzwischen gibt, die es früher ja auch nicht gab, mit öffentlichen Auftritten ein bisschen Geld verdienen kann und damit irgendwie ja, seine Familie ernähren kann. Aber das ist das Uninteressante daran. Interessant ist, dass eben in der Tat Menschen sich hinstellen, ein Gedicht geschrieben haben, Prosa geschrieben haben, diese Vorlesen und dieses Vorlesen eine neue Qualität bekommt. Und dieses Vorlesen vielleicht so etwas ist, was man früher mit der Komposition erreicht hätte. Oder was man in anderen Zusammenhängen irgendwie erreicht hätte. Spielt das für euch eine Rolle? Glaubt ihr das? Ich weiß nicht, zum Beispiel Karl-Heinz Ott liest exzellent vor, seine Texte. Also, das können wir jetzt nicht hochsehen, aber ich war einmal hingerissen, als ich das gehört habe. Und was ist dieser Performance-Aspekt? Und ist vielleicht auch, wenn man sagt, es gibt doch so etwas wie eine Krise des Liedes, des Kunst des Klavierliedes, hängt das auch damit zusammen, dass eben die Musikalität sich selbst realisiert, vielleicht in diesem Lesungsbetrieb? Ich
gehe vielleicht noch einen halben Schritt zurück. Das war wahrscheinlich auch bei unserer Diskussion zum Teil die Schwierigkeit, was Dirk jetzt wieder sagte, wenn wir das Lied in einem engeren Sinn nehmen, das sozusagen von sich aus etwas Volkstümliches an sich hat, etwas Eingängiges, etwas nicht Schwieriges, dass man sozusagen auch nach dem fünfmaligen Hören schon nach oder vielleicht nach dem ersten Mal schon nachsingen kann und auch die dritte Strophe noch nach dem dritten Mal kennt. Und das sind die Beispiele, die Sie genannt haben, entsprechend wahrscheinlich zumindest nicht mehr dieser Form. Das sind, und da bin ich natürlich vollkommen einverstanden, und das meinte ich vorher nicht mit Cross Over, ist etwas anders als sozusagen das so verstehen, dass es nicht mehr den neuesten Materialstand gibt, wie Adorno mal sagte, sondern dass wir schwimmen zwischen allen möglichen Möglichkeiten und auch Inspirationsecken, die von allen möglichen Richtungen kommen. Insofern wollte ich das U und E nicht als Blöcke einschlagen, die zu gelten haben, sondern nur als eine Trennung, die es dennoch gibt, ob es einem gefällt oder nicht. Und was aber was das Lied anbelangt, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein deutsches schwieriges Verhältnis zum Lied geworden, was schlichtweg mit 33 bis 45 zu tun hat. So einfach ist das. Also in Amerika zum Beispiel Robert Frost, ein großartiger Lyriker, den wurde mal von Adorno aus im tiefsten 19. Jahrhundert tun, weil es reimt ja alles wunderbar, aber natürlich passt er, das ist in jeder Phase 20. Jahrhundert, was der Mann macht. Aber hier gab es eben, sozusagen auch mit dem berühmten Adorno-Satz, keine Gedichte mehr zu schreiben nach Auschwitz, von denen wir alle ahnen, was gemeint ist. Aber natürlich keiner wagen würde, die Konsequenz zu ziehen und sagen, wir singen jetzt weder noch Lieder noch schreiben wir Gedichte. Aber ich glaube, das ist es. Vielleicht geht es euch auch so. Ich fing wieder an, Lieder zu singen, weil Kinder auf die Welt kamen, weil die irgendwann ein, zwei Jahre alt waren, weil man einfach ihnen was vorgesungen hat und dann hat es gemeinsam gesungen. Und dann sehe ich aber einen Film wie Sound of Heimat, der vor, weiß ich, 4 Jahren rauskam von einem neuseeländischen Cäsar, der in Köln lebt. Und der ist durch die deutschen Lande gereist auf die Suche nach Volksmusik. Weil er so erstaunt war, warum in Deutschland die Volksmusik so einen schlechten Ruf hat. Beziehungsweise man mit denen, die sie nach wie vor so sehr lieben, nicht so viel zu tun haben will. Und hat natürlich weiß Gott was gefunden, auch Leute, die da viel lockerer und freier umgehen und weiß Gott was und so weiter. Aber plötzlich kommt gegen Ende des Films ein Besuch in Buchenwald und da spricht er mit einem ehemaligen Häftling. Und der sagt, wir mussten immer das Lied singen, alle Vögel sind schon da, wenn wieder einer von uns Mitgefangenen eingefangen wurde und zurück ins Lager gebracht. Und wenn ich jetzt das Lied, was ich bald wieder singe, ist ja Frühjahr, darf ich das eben nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Ich werde die Szene aus dem Film mit diesem Mann nicht mehr vergessen können. Und das Lied, alle Vögel sind schon da, wird getrübt sein für mich. Ich werde das natürlich nicht meiner kleinen Tochter erzählen, aber für mich ist es ein bisschen passé dadurch. Und ich glaube, dieser Strang, dieses nicht mehr Lieder singen wollen, dieses bei der einen Hälfte der adornitischen Menschheit die Flucht in eine Art von Komplexität, die nirgends mehr einen Anschluss findet, sozusagen beim Volk, wenn man das mal so sagen will. Und auf der anderen Seite die Zuwendung zu englischsprachigen Songs, die ja in dem Sinn jetzt auch nicht nur Lied sind, wie die Franzosen vom deutschen Lied sagen. Das ist wahrscheinlich die Frage, ob wir da jetzt alle Kategorien vermengen können oder doch in irgendeiner Weise über das schon sehr spezifisch deutschsprachige Lied reden. Dann müsste man vielleicht auch sagen, das stimmt natürlich alles, aber zur Geschichte des deutschen Liedes, dass ja eine Blütezeit dieses Liedes die 20er Jahre nochmal waren und dass nahezu alle Komponisten und Liedtexter, die in den 20er Jahren in Berlin auf den Bühnen standen, 1933 Deutschland verlassen haben, das gehört dann auch dazu. Das Volkslied ist da wieder was anderes, aber das, was in den 20er Jahren komponiert worden ist, ist fast alles ausradiert worden. Und das war ja auch nochmal eine Verbindung von Komplexität, Intellektualität, Witz, Vergnügen und Lied. Und diese Kultur ist von den Nationalsozialisten dann auch verfolgt worden. Das ist auch ein Liedstrang, der aus anderen Gründen abgeschnitten wird. Das hat, glaube ich, auch etwas dann für die Nachkriegszeit gewirkt, dass diese Art von intelligenten, witzigen Lied in Deutschland, in beiden Teilen Deutschlands, kaum noch vorhanden war. Aber ich meine, der Punkt ist schon wichtig auch für die künstlerische Gestaltung, denke ich, des Gedichtes und des Liedes. Denn auch wenn wir jetzt uns erinnern, ich meine, der Titel hier von unserem Festival ist Zählern entlehnt und in einer Phase von Zählern entlehnt, wo er selbst im Grunde schon
durch das Problem Liedformen zu verwenden hindurchgegangen ist. Also wenn man sich die frühen Celan-Bände anguckt, die ersten beiden oder zweieinhalb, sagen wir mal, frühen Bände eben, vor allen Dingen Mond und Gedächtnis, das nimmt man kaum noch wahr, weil die meisten Menschen sowieso nur die Todeskugel kennen, die in der Mitte steht. Aber der ganze Band ist voller Reime, voller Binnenreime, voller Liedformen. Und Celan selbst hat ja irgendwann diesen Punkt gemacht, gut, das hat bei ihm mit der Biografie zu tun, auch mit der Familiengeschichte, mit dem Trauma überlebt zu haben und so weiter. Aber er ist eben natürlich auch, hat den Punkt gemacht, wo er genau die Bewegung, die Karl-Heinz beschrieben hat, auch mitgemacht hat. Und dass er gesagt hat, das ist zu populär. Auch die Todesfuge ist eines zu populär. Klar, Todesfuge, man kann natürlich auch denken, das ist die Fuge zwischen den Ritzen, vielleicht auch zwischen den Grablatten. Das ist die Flucht, aber es ist natürlich auch die Fuge. Und in der ersten Fassung heißt es Todespango, da ist das Liedhafte noch stärker. Und diesen Weg eben hin zu solchen Fragen, es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschenlieder, ja keine Frage sind und auch eine tropische Form. Aber was ich eben gerade, wo ich hin wollte, und vielleicht ist das auch nur ja, der Versuch, das Gespräch in eine persönlichere, produktive Ebene zu führen, ist, ob es nicht denkbar wäre, vielleicht erleben wir sie ja auch noch, ganz andere Formen von Lied oder von Kombination von Dichtung und Musik, die vielleicht beidem tatsächlich gerecht werden und diese Defizite, die wir aufgezeichnet haben, doch anders und produktiv machen. Also ich denke zum Beispiel auch an so eine Tradition, die es ja durchaus auch gab, manchmal mit lausigen Musikern, aber diese Auftritte, jetzt nehmen wir Peter Rühmkopf. Peter Rühmkopf, der ja auch reimbewusst ohne Ende ist, da gibt es ja auch die wunderbare Naturgeschichte des Reims von ihm, der mit allen Liedformen, vor allem mit Paul Gerhardt gewaschen ist, der ist ja in einem evangelischen Haushalt groß geworden. Und wer dann eben mit Weltmusikern aufgetreten ist, wenn hier ein ohne Lokalpatriot zu sein, wenn Eberhard Weber dabei war, wurde es immer gut. Sonst, wenn die Hamburger Musiker das allein gemacht haben, war das ein bisschen defizitär, aber es hat funktioniert. Und es funktioniert in dem Sinne fast im Grunde ein bisschen wie bei Goethe und Zelter, dass die Musik sehr simpel war, meist Bluesform, und dass er sehr komplexe Texte einfach hinübergesprochen hat. Sind das Visionen, wie man auch Lied weiterdenken könnte? Oder dann eben vielleicht noch radikaler in dem, was Sie vorhin angedeutet haben, wenn man sich ein Beispiel anguckt wie Gerhard Rühm, der irgendwie aus der Musik kam, der Komposition studiert hat, dann Eintonkompositionen gemacht hat, auch versucht hat, Dinge zu machen wie visuelle Musik, also dass man eben tatsächlich eben Notensysteme als Bild gestaltet hat und dann immer mehr zu durchkomponierten Sprechstücken kam, die natürlich irgendwo in der Tradition von Twitter stehen, aber die auch liedhaft waren, die auch tropisch waren, bis hin, dass er selbst sogar, ist nicht so mein Ding, aber in späteren Jahren dann selbst Chansons geschrieben hat wieder und die aber irgendwie. Gibt es da Dinge, sind da Dinge denkbar, die wir vielleicht gestern noch gar nicht gehört haben, die auch vielleicht Musik von Träumen und wir können sich auch mal irgendwie blockhaft denken, dass vielleicht Texte und Musik irgendwie nebeneinander stehen und etwas ganz anderes sich bildet als das Klavierlied? Ja, also ich glaube, eine Krux ist tatsächlich dieses Kleben am Klavier. Ich glaube, man hat als Komponist, also ich kann nur von mir sprechen, hätte man ein ganz anderes Gefühl von Freiheit, wenn dieses Duo, was eben so geschichtsträchtig auch ist, wenn dieses Duo sozusagen nicht notwendig ist. Ja, denn ich glaube, mit Stimme zu arbeiten und mit Text zu arbeiten, aber dann sozusagen auch die Palette haben zu dürfen, die man vielleicht sich in der Ausgestaltung besser vorstellen kann als dieses Klavier. Denn man darf ja auch nicht vergessen, dieses Klavier ist sozusagen an diese 12 Halbtöne gekoppelt, die das Instrument einfach vorgibt. Also vielleicht mit ganz anderen Klangerzeugungsmitteln arbeiten zu können. Ich kann mir da ganz, ganz viel vorstellen. Aber das Klavierlied ist, glaube ich, also für mich persönlich ein ganz schweres und kompliziertes Genre, weil einfach auch so vorbelastet und auch weil das Instrument Klavier und die sozusagen die Färbung der Stimme oder das Zusammenspiel von Stimme und Klavier so ein ganz spezielles Phänomen ist. Also ich glaube, dass mit Text und Stimme und Musik ganz viel noch möglich ist. Aber ob man das dann ein Lied nennt, weiß ich nicht. Denn Lied impliziert auch immer so eine Form von Einfachheit. Also wir haben jetzt über Rhythmen gesprochen oder über Strophen etc. Aber unweigerlich impliziert es auch vielleicht in Form von Tonalität. Also wenn wir darüber sprechen, dass wir unseren Kindern was vorsingen, ich habe das mit meinem Sohn auch gemacht, ich komme auch aus einem Haushalt, wo wir haben rauf und runter gesungen, den lieben langen Tag.
aber natürlich singen wir dann auch sozusagen tonal, wenn man so will, aber die Musikgeschichte ist natürlich total fortgeschritten seitdem und wir Komponisten arbeiten mit ganz anderen klanglichen, tonalen Möglichkeiten auch. Das heißt also, diese Form von Einfachheit, die vielleicht das Lied suggeriert, die ist möglicherweise, kann die ganz anders ausgestaltet werden in einem Maße, die ich glaube, dass da eine Zukunft ist, aber vielleicht in der Trennung auch vom Klavier. Gibt es euch beiden? Gibt es eine Idee oder manchmal den Traum von einem Klangkontext, in dem die Texte ultimativ zur Geltung kommen können? Also ich bin einfach mit Vorhersagen sehr vorsichtig. Wenn man so die letzten Jahrzehnte verfolgt, was alles vorhergesagt worden ist, wie sich die Kunst wohl entwickelt wird, dann ist man da sehr skeptisch, weil diese Prophezeiungen sich eigentlich alle mehr oder weniger in Luft aufgelöst haben, sodass wir, glaube ich, im Moment eine Situation haben, wo man sagt, an vielen Stellen wird sehr intensiv über Möglichkeiten nachgedacht, aber wir zum Glück nicht mehr diese linearen Muster haben. Das und das wird in 10 Jahren sein und die Dinge werden in jedem Fall verschwunden sein, auch was Einfachheit angeht. Ich wäre mir auch da nicht mal sicher, ob es einen Zwang zur Steigerung von Komplexität gibt, also ob es in dieser Hinsicht sozusagen etwas gibt, wo man sagt, dahinter können wir jetzt nicht mehr zurück. Dahinter kann man nicht zurück, aber es kann in einer Weise weitergehen, die vielleicht auch bestimmte Dinge fallen lässt und sagt, das waren jetzt Entwicklungen, die uns für die Gegenwart nicht mehr so interessieren. Ich glaube, da kann man wenig vorhersagen, aber dass dieses Interesse an der Verbindung von Sprache und Musik, dass das bleiben wird und sich immer neue Formen sucht, ich glaube, da kann man ziemlich sicher sein, weil das doch so scheint, dass das etwas im Menschen tief verwurzelt ist, dass es dann historisch einfach immer neue Formen geben wird. Und wie die Außenseiter, da arbeiten alle dran, ne? So sehen wir schon, etwas überzeugend geschafft. Ja, ich denke, dass nur eine gewisse Einfachheit bei aller Liebe zum Komplexen, weil wir würden uns wahrscheinlich alle sagen, natürlich lieben wir das Komplexe von des komplexen Wegen und arbeitet in der Richtung, wir sind ja keine Schlagerproduzenten und irgendwas. Aber so das, was vom Gesang mit den Kindern bis zu, ich weiß nicht was, bis zu etwas, was in irgendeiner Weise ein bisschen allgemein verbindlicher wird als rein komplexe Musik oder rein komplexe Lyrik oder Romane, die immer Insider-Romane bleiben werden. Also auch James Joyce wird ein Insider-Roman bleiben werden, so grandios der Ulysses ist. Da wird es wahrscheinlich kaum andere Möglichkeiten geben, als tatsächlich wieder, und zwar nicht zurück zu einer Einfachheit, die es schon gegeben hat, sondern mit Mitteln der Einfachheit wieder zu arbeiten. Und interessant ist ja auch, dass beispielsweise der späte Hölderlin, da kann man natürlich sagen, gut, da war er schon zerrüttet, aber im Turm dann diese Jahreszeiten, diese sehr schlichten, fast kindlich anmutenden Jahreszeiten, die ich beschreibe, vielleicht ist auch kein Zufall, dass Ligeti darauf zurückgriff und nicht auf Archipelag oder so etwas, dass auch Stefan George, der späte Stefan George, wieder kinderliebhaft schreibt. Und das sind die anrührendsten Dinge von ihm, weit anrührender als das, was davor kam. Das vorige kann man wegen seiner Kunstfertigkeit bewundern. Aber eine Träne kommt einem da nicht. Bei den Späten kann einem sogar schon mal eine Träne kommen. Und in der Hinsicht würde ich auch vermuten, dass Dinge, die einen auf eine im besten Sinn schlichte Weise berühren können, auch manchmal schlichter Mittel bedürfen, ohne dass es simple oder abgegriffene Mittel sein sollten. Aber ich möchte doch ganz kurz für den Begriff Komplexität noch etwas sagen. Der Name Celan fällt, ist ja hier auch jetzt öfter gefallen und wir sind ja uns alle einig, Celan, dass das nun nicht gerade das Einfachste, sozusagen eine große Einfachheit da herrscht. Und doch gibt es offenbar einen Konsens, dass das eine Dichtkunst ist, die zumindest hier auf dem Podium alle überzeugt. Aber insofern denke ich, sozusagen von der Musik immer zu verlangen, dass sozusagen sie den Part dann übernimmt, die große Einfachheit wieder ins Spiel zu bringen, wo sich dann aber alle einig sind, dass Hölderlin, Celan und was wird hier noch alles genannt, die großen alten Herren der Dichtkunst
sozusagen, die stehen außer Frage, dann frage ich mich, wieso soll dann die Musik es leisten, mit irgendeiner einfacheren oder mit sozusagen einfachen Mitteln zum Lied beizutragen. Also das leuchtet mir nicht so ganz ein, muss ich ehrlich sagen. Aber das wäre auch nicht die Aufgabe der Musik. Nein, das muss dann schon von beiden Seiten kommen und innerhalb der Lyrik gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Und man würde natürlich sagen, Hölderlin, die meisten Hölderlin-Gedichte sind nicht unvertonbar und sie eignen sich nicht dafür, aber das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist einfach eine bestimmte Form von Lyrik, die sich nicht gut für Gesang und Lied eignet. Und es gibt andere, es gibt Lyriker, die sich entscheiden und sagen, Heine hat eigentlich immer nur sein ganzes Leben Lieder schreiben können. Er hat auch mal andere Sachen versucht, die sind aber nichts geworden. Also für den war das die Form, in der er sich ausdrücken musste. Und andere haben andere Formen. Also das ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ich gebe dieses eine Modell von Lyrik, sondern es ist eine Möglichkeit innerhalb der Lyrik. Und die war lange versperrt. Also der Weg ging nicht weiter, in der Lyrik Lieder zu schreiben. Und das ist jetzt wieder eröffnet. Und dann wird es auch eine Einfachheit geben, die man ideologisch nicht abwerten muss. Ich denke, wir sollten hier einen Schnitt machen und die Positionen stehen lassen. Interessant finde ich, dass wir doch jetzt stark dahin gekommen sind, dass es eben diese Übergangszonen gibt zwischen den Künsten. Und interessant finde ich jetzt auch doch nochmal auf dieses titelgebende Zählern-Gedicht zurückzukommen, das ganz, ganz kurz ist, also keine Angst, lese nichts Langes vor. Aber das ist ein Gedicht, was durchaus schwierig ist. Das heißt Farbensonnen, da wäre die erste Frage, was man sich mit einer Farbensonne vorstellen kann. Vielleicht gibt es in dem 1, 2, 3, 5. Vers eine mögliche Erklärung, da taucht nämlich das Wort Lichtton auf und Lichtton, dass man plötzlich jetzt die optische Dimension des Liedes, könnte man die optische Dimension der Musik Lichtton ist, aber offenbar lernt man aus dem Kommentar hinten etwas, wirklich ein Verfahren, ein technisches Verfahren, um beim Film den Ton an das Bild zu koppeln. Lichtton. Das greift Zählern auf und so wird dieses Gedicht, was wir jetzt vielleicht mit unserer Voreingenommenheit als ein Gedicht über Lieder lesen würden, ist vielleicht auch eigentlich ein Gedicht über das Kino und über eine andere populäre Kunst und über die optische Kunst. Es gibt so Farbensonnen. Ich meine, Farbensonne und dann Farben und Sonne auf den Farben könnte durchaus ein Projektionsstrahl sein. Farbensonnen über der grauschwarzen Ödnis. Ein Baum hoher Gedanke greift sich den Lichtton. Es sind noch Lieder zu singen, jenseits der Menschen. Hören wir mehr Lieder? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Hier ist der Schiffhorst, Karl-Heinz Ott, der von Petersdorf. Für dieses, ich finde, anregende Gespräch für Sie hoffentlich auch. Einen schönen Abend.